Hi, Hostel Max hier und ich bin in Duisburg im Landschaftspark und ich bin beeindruckt. Wenn ich bedenke, dass hier mal ordentlich gearbeitet wurde, muss ich sagen, die haben hier ordentlich gearbeitet, um das ziemlich schick aussehen zu lassen. Ich werde mit euch jetzt da hochgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ist ein bisschen hoch und man kommt bis fast ganz oben. Ist mir eben erzählt worden. Kann ja nicht verkehrt sein. Ich drehe mich einfach mal, damit ihr das mal sehen könnt. Also hier ist wirklich mal ordentlich gearbeitet worden. Zurzeit ist hier gerade Sommerkino. Mal schauen, ob ich mir da heute Abend irgendein Filmchen angucke. Oder ob ich mir einfach angucke, wie das Ding hier hinter mir beleuchtet aussieht von meinem Zimmerfenster aus. Jetzt geht's erstmal da hoch. Ach nee, vorher geht's noch mal da irgendwo hin. Es scheint hier irgendwie auch eine beliebte Fahrradstrecke zu sein, oder die haben hier gerade irgendein Radding am Laufen. Dunkle Gänge laden ja nahezu ein. Ich will jetzt mal davon ausgehen, dass das früher, als Sie hier gearbeitet haben, ein bisschen heller war. Aber sicher sein kann man sich doch nicht. So mit Arbeitsschutz und all diesen rücksichtsvollen Sachen von heutzutage hatten Sie es damals ja nicht so. Hier geht gleich irgendein Türchen nach links und herum.
Na, wenn das schon so einladend aussieht, lassen wir uns mal durch die Anlage führen. Vielleicht war das ja mal eine Gärtnerei. Ach, wofür dann der große Ofen? Na, ich glaube, Gärtnerei kommt nicht hin. Und jetzt mal ab auf den Turm.